Ja, hallo alle miteinander. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin Togut Bey und ihr schaut den Kanal Programmieren und mein Hobby. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das heute wieder mal reibungslos vonstatten geht. Ich, ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, das ist hier mein YouTube-Kanal und ich zeige euch, wie ich mit der Pure Basic Demo-Version ein Spiel programmiere. Und zwar das Elite von David Braben von 1984, in Anlehnung, wohlgemerkt. Und ich bin da schon ziemlich weit. Und ich werde euch in den nächsten, wer weiß wie viel Folgen, Stück für Stück zeigen, wie denn dieses Spiel so entstanden ist. Und zwar in 20 Tagen. Ich musste einen Cut machen, weil die Demo-Version leider wirklich eine gewisse Grenze hat. Und da ich das Projekt aber cool finde, werde ich es weitermachen mit der normalen Version und werde schauen, dass ich bis Version 63 ist das, glaube ich, oder 64, wo es noch in der Demo-Version läuft, dass ich in der Hinterhand immer die Version habe, die auch nur auf der Demo-Version läuft. Für all diejenigen, die sich die Originalversion zulegen, weil der Code wird mit der Zeit sehr unübersichtlich, so dass ich gestern der Meinung war, ich muss da mal ordentlich aufräumen und bin dann zu dem Schluss gekommen, wenn ich euch wirklich ein bisschen was zeigen möchte, wie man so ein Spiel halt aufzieht, dann ist es halt auch entscheidend, dass man das in einer Art und Weise macht, die durchweg auch verständlich ist. Und ich hoffe, für euch ist da das ein oder andere bei. Ihr könnt mir gerne auch außerhalb dieser Zeiten auf meinem Discord-Channel Source Magic folgen oder mich dort ansprechen. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben oder Fragen stellen. Ein anderer User hatte neulich gefragt, ob ich nicht mal zeigen kann, wie man denn da so ein Please Hold the Line Ajax Spinner integrieren kann. Und das habe ich dann halt mit allem gezeigt. Das war, glaube ich, in 20 Minuten erledigt. Und zwar live und in Farbe. So. Und da ich gesagt habe, dass ich diese Livestreams zwar weitermache, aber nicht wirklich daran glaube, dass sich da jetzt noch Leute wirklich live im Chat beteiligen, weil ja, es ist schade, aber es ist halt einfach so, damit muss ich halt einfach umgehen. Aufnehmen muss ich dieses Video sowieso, deswegen mache ich es weiterhin um 20 Uhr und auch hier live. Und solltet ihr Interesse daran haben, auch mal eine Frage zu stellen live, dürft ihr das natürlich gerne tun. In diesem Sinne werde ich jetzt einfach mal hier weitermachen. Ich bin umgezogen in meine Grotte und dann schauen wir einfach mal, wo wir sind. Und zwar sind wir hier. Wie ihr seht, ist der Text sehr aufgeräumt. Ich habe hier die einzelnen Sachen zusammengefasst und mit diesen faltbaren Kommentaren so strukturiert, dass man hier relativ einfach neue Dinge einbauen kann und dass sich gleichzeitig Erklärungstexte dort befinden, was denn an diesen Stellen gemacht wird. Das sind manchmal vielleicht nur zwei, drei Zeilen. Manchmal sind es halt wirklich ein ziemlicher Zacken, wie hier zum Beispiel bei der WASD-Steuerung. In diesem Stil würde ich dann gerne weitermachen und dann einfach mal schauen, wie es denn da so wird. Und in diesem Sinne, fangen wir dann einfach mal an. Wo wollen wir denn heute hin? Und zwar geht es darum, dass ich einen Kompass einbauen möchte, der mir zeigt, wo denn sich die Station befindet. Genau. Wir sind ja jetzt im Moment so weit. Ich zeige das jetzt hier nochmal, dass wir hier das Schiff haben, einen Sternenhintergrund. Dann haben wir hier die Vektorpfeile, die mir zeigen, in welche Richtung sich das Schiff gerade bewegt. Wir haben da die weißen, die Kollisionskörper und die Station, die sich da dreht. Soweit sind wir schon mal. Können uns natürlich auch bewegen, rückwärts oder vorwärts. Und je nachdem, wie wir uns dann halt bewegen, können wir dann halt auch uns das Schiff bewegen. Jetzt beendet sich das Programm.
weil wir das so gemacht haben, dass wenn das Schiff kollidiert, das Programm beendet wird, weil so weit sind wir ja in dem Spiel noch nicht. Genau. Also, wir möchten heute das Ganze ein bisschen lebendiger gestalten und deswegen zeige ich euch das Ergebnis, das ich schon vor längerer Zeit vorbereitet habe. Hier seht ihr im Grunde genommen den grünen Kreis, der repräsentiert die Vektoranzeige. Hier könnt ihr dann mal von außen sehen, wie das aussieht. Das ist im Grunde genommen nichts weiter wie ein Cube, der mit dieser Textur versehen ist und dann halt einfach auf durchsichtig getrimmt ist. Der befindet sich halt optisch in einer gewissen Entfernung. Und ich glaube, hier ist die Musik ein bisschen laut. Ich glaube, das mache ich am besten aus. Und das optische Ergebnis dessen ist, dass ihr da einen Zeiger habt, der euch zeigt, in welche Richtung sich das Schiff gerade bewegt. Ich fahre mal ein bisschen zurück. Geht das denn überhaupt so? Ja, so. Und da seht ihr schon, da kann ich dann sehen, wie das mit dem Vektor ist. Da schlägt das dann auch um, zack. Und ich kann das dann damit auch steuern. Jetzt bremsen wir mal wieder. Und das Hauptziel des heutigen Abends ist halt hier unten links. Also hier unten rechts ist dieser Kompass, der ja die gleiche Figur hat wie unser Schiff, halt diesen Pfeil, einfach der Einfachheit halber. Und ich möchte, dass er die ganze Zeit auf die Station zeigt. Das ist alles nicht wirklich dramatisch. Deswegen lege ich dann gleich mal los. Als erstes müssen wir wieder mal etwas mit den Objekten ändern. Und zwar habe ich hier nach dem Laden des Background Sounds den grünen und den roten Vektortexturen gemacht und die Pfeile erzeugt. Hier schauen wir mal, wo haben wir denn das? Wechsel zwischen Ausgang, Vektor, Flugvektor ermitteln und Pfeile ausrichten. Wir müssen aber hier bei der Init sein. Da gucken wir mal. Billboard, Kollisionsgerüst, Vektorpfeile. Bei den Vektorpfeilen. Ah ja, das ist da. Bei den Vektorpfeilen. Und da werden wir dann den Richtungsvektor grün und den Richtungsvektor rot erneuern, weil wir ihm auch eine andere Textur zuordnen. Wir laden hier also zwei neue Texturen hinzu. Das ist einmal Textur 1 und Textur 2 und natürlich als Pendant die Materialien 1 und 2. Und wir setzen hier, damit das Ganze durchsichtig dargestellt werden kann, das Ganze als Material Blending Mode Material Add. Also er soll im Grunde genommen Farbdaten addieren. Wodurch dann im Grunde genommen natürlich so ein entsprechender durchsichtiger Effekt zum Tragen kommt. Jetzt schaue ich einfach mal nach, wie habe ich denn das hier überhaupt gemacht? Das sind die Pfeile, die ich da erstmal gemacht habe. Und hier oben ist dann der Player. Genau, ich muss dann jetzt einfach schauen, dass ich das Ganze nicht zu sehr durcheinander rüttel. Also ich brauche die Pfeile neu. Brauche die Pfeile neu. Genau. Na, kommt schon. Ich brauche. Ah. Ja, es gibt so manchmal Situationen, da ist der eigentlich mitgegebene Editor wirklich ein bisschen nervig. Also seine Fähigkeiten sind in meinen Augen sehr bescheiden. Aber man muss natürlich sagen, er ist natürlich in Pure Basic geschrieben. Ja, der ist in Pure Basic geschrieben und deswegen denke ich mal, sollte man ihm eigentlich auch einfach mal eine Chance lassen, damit man im Grunde genommen auch ein bisschen die Kirche im Dorf lässt. Es gibt ganz viele, die kritisieren im Grunde genommen den Editor ganz massiv, weil er natürlich nicht so super Funktionen hat wie so die modernen Editoren, die man heutzutage halt so finden kann.
Genau. Gut, dann gucke ich nur ganz kurz, ob die Aufnahme auch hier funktioniert. Nicht, dass ich hier ins Leere quatsche. Alles klar, schon. Denn das wäre jetzt natürlich schlecht, Twitch. Genau, das ist nämlich genau das, was ich mir gedacht habe. Der Stream läuft gar nicht. Obwohl ich sehe, dass er läuft, läuft der Stream nicht. Deswegen schaut ja auch gar keiner zu. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Wenn ihr mich doch seht, dann bitte ich einfach mal um Entschuldigung. Aber ich habe so das Gefühl, dass der Stream. Doch, da ist er jetzt. Da ist er jetzt. Doch, da. Also, er ist da. Es war, lag an mir. Dann werde ich jetzt hier einfach weitermachen. Das mache ich jetzt aus. Genau, hier ändern wir dann noch mal ganz kurz die Definition der Pfeile. Wir haben dann den Pfeil 1, den Grundpfeil, im Grunde auf den alles aufbaut. Dann haben wir den Pfeil 2 und den Richtungspfeil für die Station. Das ist der Kompass. Das ist der, der unten rechts erscheinen soll. Und die erzeugen wir jetzt einfach mal, um mal zu gucken, was man denn da optisch sehen kann. Und da fällt schon auf, dass der Compiler meckert, weil ihm hier das Cube fehlt. Das Cube ist ein Objekt, das ich erzeuge pauschal als Dummy Cube, den ich für diverse Gründe als Vorlage verwende. Den werde ich also immer wieder benutzen, weil ich brauche eigentlich nur einen Cube. Da ist nämlich der Cube, Create Cube. Das ist halt ein Mesh, ein Standard-Mesh der Seitenlänge 1. Und den verwende ich dann halt im Grunde genommen, um halt die beiden Objekte vor mir und hinter mir zu generieren und um die Textur drauf zu kleben. Gucken wir mal, was passiert. Da sagt er mir, dass das Material nicht initialisiert ist. Wir benutzen hier das Material Nummer 3. Und ja, ich kann jetzt hier auch kein Material Nummer 3 sehen. Dann schauen wir doch mal, wo ich hier das Material Nummer 3 habe. Das ist hier. Das kopiere ich dann hier einfach raus. Und aus welchem Grund auch immer habe ich das da noch nicht eingebracht. Player, Vektorfile, Notfile, Material. Das sind diese Materialien. Für das, dann machen wir das einfach so. Wo machen wir denn das überhaupt? Jetzt, wo ich das alles umsortiert habe, wird das Ganze natürlich noch viel undurchsichtiger. Aber so ist es mir im Grunde genommen die ganze Zeit bei der Entwicklung gegangen. Ich muss halt auch immer wieder suchen und schauen, wo sind die Dinge, wie sind die Dinge. Und das müsst ihr natürlich auch tun, weil ihr euch ja nicht wirklich mit dem Programm auskennt. Und in diesem Sinne laden wir jetzt hier einfach mal die grüne Textur als Material 3 ein. Genau. Und dann brauchen wir noch Material 1 und 2. Wo machen wir denn jetzt Material 1 und 2? Material 1 und 2, das sind die hier. Ganz genau, das sind die hier. Kopieren. Wie gesagt, das, was wir da einfügen heute, besteht halt aus gewachsenen Angelegenheiten, die sich im Grunde genommen ergeben haben durch das grundsätzliche Programmieren. Und wir teilen das jetzt hier so ein bisschen auf. Wie gesagt, das ist aus dem gequanschten, also aus dem Teil heraus, wo ich aufgrund des Platzmangels nicht so ausgiebig mit dem Platz rumasen kann. Aber ich möchte, dass das jetzt hier relativ strukturiert wird. Wir können das ja dann zum Glück ja auch einklappen. Also hier machen wir den Vektor grün, machen das Material. Hier machen wir das Material für
das andere. Genau. Genau. Und hier machen wir das Material Nummer 3. Nummer 3. Genau. So, und dann machen wir hier im Grunde genommen den Richtungspfeil. Und hier sind die. Genau, dann muss ich das hier nehmen, ausschneiden und natürlich hinter die Erzeugung des Materials packen, weil sonst gibt es ja wieder eine Rebellion des Compilers. Also wir haben hier oben, haben wir den Dummy Cube erzeugt. Hier haben wir das Material Vektorzeiger grün. Hier haben wir das Material Vektorzeiger rot. Und hier haben wir im Grunde genommen das Material für den grünen Pfeil rechts unten, der uns immer zeigen wird, in welcher Richtung sich die Station befindet, damit wir im dreidimensionalen Raum eine Möglichkeit haben, damit wir da eine Möglichkeit haben, immer wieder zur Station zurückzufinden, denn sie wird eigentlich unser Dreh- und Angelpunkt sein. Und dann machen wir halt als nächstes diesen Bereich, der erzeugt im Grunde genommen das File-Entity von unserem Vektorpfeil Nummer 1. Und das gleiche machen wir hier mit unserem Vektorpfeil Nummer 2. Und hier machen wir das mit dem Kompasspfeil. Genau. Dann gucken wir mal, was sagt der Compiler. Der ist jetzt ruhig. Dann schauen wir mal, was jetzt im Grunde genommen zu sehen ist. Wir sehen wahrscheinlich jetzt erstmal. Doch, wir sehen sogar schon was. Da könnt ihr also sehen, wohin im Grunde genommen die Objekte sich hingestellt haben. Da wir ja den grünen und den roten Pfeil bereits intus hatten, hat sich da jetzt natürlich nicht wirklich aktiv etwas verändert. Ihr könnt hier schon in der Mitte, könnt ihr da schon den Pfeil da sehen. Der ist ein bisschen klein. So, aber er funktioniert schon, wie ihr sehen könnt, ne? Dieser kleine Kreis da zeigt immer direkt die Richtung an, wo sich im Grunde genommen unser kleiner Freund denn gerade hin bewegt. Genau. Pio Pio geht auch noch. Zeigt in die Mitte. Super Sache. Das Einzige, was mir jetzt auffällt, ist, dass natürlich eigentlich unser Fadenkreuz in der Mitte nicht angezeigt wird. Und da werde ich jetzt einfach mal noch mal ganz kurz schauen. Das Fadenkreuz in der Mitte. Dann schauen wir mal. Das haben wir natürlich hier unten. Alle Spreizdarstellung und Update. Das ist hier. Ah ja, ich hatte es ausgeschaltet. Genau, ich hatte es ausgeschaltet. Ich hatte es ausgeschaltet. Ich hatte es ausgeschaltet, wenn ich das richtig sehe. So, dann gehe ich da wieder rein. Genau. Wenn ich drinne bin, dann ist natürlich der Zeiger da. Und je nachdem, wohin halt der Zeiger zeigt, ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Und dann kann ich im Grunde genommen meine Flugrichtung ein bisschen austarieren, wohin ich dann fliegen möchte. Und der Zeiger sagt mir dann halt, in welche Richtung ich muss. Das ist natürlich erstmal jetzt sehr rudimentär und es braucht noch ein paar Experimente, um das richtig zu machen. Und hier fliegen wir dann in entgegengesetzte Richtung und sobald unser Vektor dreht, seht ihr, zack, wechselt das. Also somit kann ich erstmal sagen, okay, ich habe eine Anzeige, die mir zeigt, wohin ich im Grunde genommen das Schiff bewege. Es ist natürlich sehr rudimentär erstmal. Aber beim Programmieren ist das halt einfach so. Man muss irgendwo anfangen. Wenn man jetzt nicht eine Konzeptionsabteilung hat, die einem im Grunde genommen nur noch sagt, was man programmieren soll. Wenn man das alles alleine macht, dann sieht das dann halt einfach so aus. Und ich finde, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir im Grunde genommen den Pfeil machen, der rechts unten zeigen soll. Der rechts unten zeigen soll, wo denn die Station sich eigentlich befindet. Dazu nehme ich dieses Stück Code und setze es im Grunde genommen
Wo setze ich das denn jetzt hin? Ich kann das eigentlich hier hinsetzen. Das spielt nämlich gar keine Rolle zum Glück. Hier mache ich Folgendes. Hier binde ich im Grunde genommen den grünen Richtungspfeil, den setze ich mit dem Befehl Attach Entity Object an das Player-Objekt, damit seine Position dadurch bestimmt wird, wo sich auch der Spieler befindet. Und dann müssen wir natürlich auch noch das Ganze updaten. Das heißt also, wir müssen hier unten irgendwo, müssen wir uns da eine Ecke suchen, wo wir den Positionscode, aktualisieren können, damit der Zeiger auch immer schön brav im Grunde genommen auf die Station zeigt. Und das machen wir wie folgt. Schauen wir mal. Dazu haben wir hier so ein kleines Stückchen hier. Das schneide ich da jetzt mal raus und lege das hier mal hier so rein. Wie gesagt, ich habe das ja versucht so zu sortieren, dass man alles einigermaßen vernünftig darstellen kann. Aber es fällt mir halt eigentlich immer schwerer, das Ganze einigermaßen vernünftig über die Bühne zu bringen. Hier mache ich dann Folgendes. Ich hoffe, ich verstehe, was ich hier sehe. Vektor zur Station, genau. Und zwar mache ich hier Folgendes. Ich erzeuge den Vektor, also den Richtungsvektor, wo sich die Station befindet. Und zwar, indem ich einfach die X- und die Y-Koordinaten von beidem abziehe und dann mit 10 multipliziere, damit sie gegeneinander einen gewissen Abstand haben. Und dann sage ich dem Richtungspfeil einfach ganz keck, so, jetzt bist du jetzt da und dann schaust du einfach mal, du Richtungspfeil, schaust halt dahin, wo die Station sich befindet. Genau, das machen wir da. Und dann zeigt der Pfeil eigentlich immer automatisch in Richtung Station. Und dann gucken wir einfach mal. Er meckert hier wieder, weil es Stationen natürlich nicht gibt, weil wir natürlich unseren Code ein bisschen geändert haben. Also schaue ich mal nach, was habe ich denn da geändert? Was habe ich denn da geändert bei Create Station? Wo haben wir denn unsere Station? Station laden und modifizieren. Da zum Glück findet man die Dinge ja dann jetzt auch einigermaßen. Wir haben jetzt das so umgestellt, dass wir ja die Station als Pointer haben, als Zeiger und haben beim Erzeugen des Entities hier ja die Nummern weggenommen und sagen der Funktion, such dir eine eigene Nummer aus. Genau, das heißt also, ich muss hier aus den Stationen die Konstante wegnehmen und daraus einfach eine Variable machen. Und da ich die Variable so genannt habe, wie ich die Konstante genannt habe, sollte das jetzt eigentlich auch reichen, um laufen zu können. So, und jetzt gehen wir mal ins Schiff rein. Und ja, so wie es aussieht, reicht das jetzt erstmal nicht, weil hier unten sehe ich nichts. Ihr seht sicherlich auch nichts. Dann schaue ich mal nach, ob man den Außen irgendwo sehen kann. Nee, der kann auch nicht gesehen werden. Und wenn ich ein bisschen mich bewege, ich bewege mich mal so ein bisschen. Nein. Nö, ich sehe den da jetzt also auch nicht. Okay. Dann müssen wir halt einfach mal schauen, woran das liegen kann. Und da habe ich jetzt hier einen Befehl, den ich ausgegraut habe. Und zwar habe ich hier noch einen Move-Befehl. Move. Und zwar Richtungspfeil. Den setze ich an die Position. Ah, okay. Die setze ich an die Position des Spielers. Das sollte aber eigentlich gar nicht nötig sein, weil ich ja den Pfeil hier oben angebunden habe an diese Position. Und jetzt muss ich halt einfach mal überlegen, womit das zusammenhängen kann. Es ist absolut, es kann einfach nur so sein, dass er einfach nicht in Sichtrichtung ist. Oder aber, was eventuell noch sein kann, dass wir die Sichtweite der Kamera, dass wir die Sichtweite der Kamera ändern müssen in 0,0
6. Ich habe hier zweimal das. Das kann ich einmal wegnehmen. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, musste das 6 sein, weil sonst der Pfeil nicht zu sehen war. Schauen wir mal. Nee, das ist es nicht. Also dass es funktioniert, das weiß ich ja hier an dem Code. Hier weiß ich ja, dass das so ist. Habe ich denn vielleicht noch irgendwas anderes vergessen? Move into die Richtungspfeile, 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 Pfeil und Pfeil 2, Pfeil und 2, Pfeil. Der Richtungspfeilstation, das machen wir da nicht. Genau, das ändert sich nicht. Nein, da habe ich also eigentlich nichts weiter geändert. Ja, das kann euch natürlich durchaus passieren, wenn ihr was schreibt und dann eigentlich der festen Überzeugung seid, ey, das müsste eigentlich gehen, das müsste gehen. Warum geht denn das nicht? Jetzt müssen wir einfach mal schauen, was passiert denn jetzt hier wirklich. Und zwar binde ich ja das Objekt Richtungspfeil, das Objekt Richtungspfeil da an. Es kann natürlich durchaus sein, dass beim Erzeugen der Textur irgendwas falsch gelaufen ist oder irgendwo anders. Dann schauen wir mal. Intervall, Billboard, das ist die Kameraachse und so ein Gedöns. Genau. Ich mache jetzt einfach mal, nur um mal zu gucken, ob es wirklich nicht daran liegt, machen wir hier eine 1 ran. Vielleicht war eigentlich, könnte ich da natürlich auch einfach mal nachschauen, anstatt hier so blind herum zu experimentieren. Auf was steht denn hier die Kamera-Range auf der Seite hier? Was haben wir denn da? Da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Archiv, Init. Ja, ihr merkt schon, das wird immer schwieriger, im Grunde genommen euch auf eine angenehme Art und Weise zu zeigen, wie man das programmieren kann. Das Einzige, was ich machen kann, ist versuchen, die ganze Sache immer langsamer zu machen. Was ich jetzt suche, ist im Grunde genommen die Sache mit der Kamera. Und zwar in dem Teil des Codes, wo ich gesehen habe, dass es funktioniert hat. Aber aus irgendeinem Grund, es kann ja sein, dass ich hier in dem Teil die Kamera noch gar nicht modifiziere. Das ist durchaus möglich. Wenn man das dann nicht weiß, ist das natürlich schlecht. Aber man kann ja auch suchen. Man kann ja auch die Suchfunktion bemühen. Und jetzt mache ich einfach mal, weil ich halt ein sehr experimentierfreudiger Mensch bin, mache ich hier die 06 draus, nehme aber die Kamera-Range erstmal raus. Gucken wir mal, was er dann sagt. Weil eigentlich sollte er den dann irgendwann mal anzeigen, aber er zeigt den nicht an. Er zeigt den Pfeil nicht an und ich sehe ihn leider auch irgendwie überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich sehe ihn eigentlich gar nicht. Wer weiß, was ich da jetzt für einen Schmarren erzeugt habe. Richtungspfeil, der soll auf die Station zeigen. Genau. Hier erzeuge ich den Vektor. Genau. Aber jeder, der ein bisschen aufpasst, der wird sich jetzt fragen, ja, aber wozu mache ich denn da jetzt den Vektor? Und da muss ich jetzt einfach mal sagen, ja, die Frage ist komplett berechtigt. Wozu mache ich denn da jetzt den Vektor? Was habe ich denn hier alles anders gemacht? Aber es kann sein, dass ich da schon ein bisschen weiter voraus war, weil den Vektor, normalerweise habe ich ja den hier. Damit ich die Anzeigevektoren dort korrigieren kann. Und jetzt stellt sich mir wirklich die Frage, warum funktioniert das da und warum funktioniert das hier nicht? Was ist anders? Was ist anders? Die Pfeile sind da, das haben wir gesehen, aber der Richtungspfeil ist nicht da.
Richtungspfeil ist nicht da. Der Richtungspfeil ist nicht da. X, Y, Z, Station. Ja. Tja. Okay. Das nennt man, glaube ich, klassisch einen Cliffhanger. Andererseits, wenn man natürlich sowas live macht, kann das natürlich durchaus passieren, dass die Dinge nicht auf Anhieb so funktionieren, wie man sich das eigentlich wünscht und vorstellt. Weil ich weiß jetzt wirklich zum Verrecken nicht, warum. Was natürlich noch ein möglich sein kann, ist, das sind die Dinger hier, dass er da irgendwie beim Laden ein Problem hat. Ich kontrolliere das einfach mal. Hier macht er den Cube, genau, den benutzt er für die Pfeile. Und für die Station erzeuge ich auch hier etwas. Und ich mache den Pfeil ganz klein. Das ist auch richtig. Um jetzt herauszufinden, ob denn überhaupt dieses Entity erzeugt wird mit diesem Material. Eventuell liegt es ja hier am Mesh-ID. Hier steht nämlich Mesh-ID 0. Und was haben wir hier oben? Was haben wir denn hier oben? Mesh-ID 0, Mesh-ID 0, das sind die Dinger. Richtungspfeilstation, hier steht auch Mesh-ID 0. Aber ich habe, also, okay, das ist im Grunde genommen ja die gleiche ID hier, die hier, wie wie das Mesh hier oben, das Pfeil-Mesh. Aber da kann es jetzt sein, dass ich hier, da ich ja alles umgestellt habe, ich habe ja gesagt, dass ich das alles von Nummern auf Zeigern umgestellt habe, dass ich beim Load Mesh, das ist das, Spieler Mesh, Load Mesh, nein, das habe ich hier nicht geändert, das ist immer noch das Mesh Nummer 0, das ist das Pfeil Mesh, das sind diese Texturen, hier erzeuge ich das Spieler-Mesh, Material 0 und Mesh-ID 0. Hier lade ich die Texturen und da ist, soweit ich das sehen kann, kein Fehler. Richtungspfeil grün, rot. Und hier haben wir den grünen durchscheinenden für das, genau. Material Blending Mode. Hier haben wir eine 2. Das ist falsch. Das muss natürlich eine 3 sein, weil wir haben ja hier das Material Nummer 3 und es geht hier um das hier. Ja, und so hangelt man sich dann halt im Grunde dann durch den Code durch und schaut, was passiert. Aber wie ihr seht, seht ihr nichts. Das ist jetzt für mich sehr betrüblich. Sehr betrüblich. Weil alles ja bisher eigentlich relativ gut geklappt hat. Es kann also zum Beispiel nur so sein, dass das Objekt sich jetzt irgendwo an einer Stelle befindet, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Deswegen mache ich das Objekt mal hier ganz groß, um mal zu gucken, ob ich es denn dann wenigstens sehen kann. Ja, ich kann es sehen und wie ihr seht, ist es da. Es ist also da. Es ist also ganz definitiv da. Dann ist es vielleicht ein Positionierungsproblem. Dann ist es vielleicht ein Positionierungsproblem. Deswegen werden wir dann einfach mal Folgendes machen. Wir erzeugen ja das Richtungsmesh einfach im leeren Raum und sagen ihn dann später, und zwar hier unten, er soll es an die und die Position setzen. Und hier machen wir mal einfach mal erstmal eine 1 draus. Das heißt, es müsste weit, weit vorne irgendwo zum Erscheinen kommen. Ah, da ist es ja. Klein. Da ist es. Klein, aber es ist da. Das heißt, ich müsste es eventuell von hier aus sehen können. Aha, da ist es, da ist es. Seht ihr? Und es ist angenagelt an
an das Schiff. Es bewegt sich also im Grunde genommen mit dem Schiff mit. Jetzt werden wir das Ganze mal ein bisschen zu uns heranholen. Und so werden wir uns dann jetzt einfach mal Stück für Stück herantasten und mal da den optimalen Wert heraussuchen. Es kann jetzt an vielen Dingen liegen. Es kann sein, dass ich eine andere Bildschirmauflösung benutze. Es kann sein, dass sich irgendwelche anderen Werte da total verstellt haben. Ich schaue mir das jetzt einfach mal mit euch zusammen an und dann versuchen wir einfach mal das Problem gemeinsam zu lösen, indem wir uns einfach an den Zahlen herantasten. Und ihr seht schon, das wird immer größer. Das wird immer größer, weil wir es ja nicht mehr so weit weg von uns platzieren. Und wie weit kommen wir jetzt? Und jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Das heißt also, dass wir da irgendwie eine Grenze überschreiten. Vielleicht sind wir nicht nah genug dran oder da ist das. Okay. Ihr seht schon, die Zahlen werden ziemlich klein. Die Zahlen werden ziemlich klein. Dann sagen wir einfach mal 1,9. Dann rücken wir den halt ein bisschen weniger weit weg. Und wir werden uns jetzt einfach mal Stück für Stück herantasten. 5. Und positionieren auf diese Art und Weise im Grunde genommen das Pfeilobjekt. Aha, da ist es. Gut. Und jetzt wollen wir, dass das Ganze noch ein bisschen weiter nach rechts geht. Dann machen wir hier noch eine 2 dran. Der soll noch weiter da nach rechts. So, da noch ein bisschen mehr. Dann machen wir da eine 5 draus. Schauen wir mal, ob sich da irgendwas ändert. Okay, da habe ich dann halt einfach wirklich falsch gedacht. Das ist nämlich der Y-Wert hier. Das ist Y, das ist nämlich hoch und runter. Ich habe hier da, ich stelle damit das Objekt ein bisschen runter. Dann muss ich dann halt einfach hier noch ein bisschen was draufpacken. Gucken wir mal. Warum jetzt da ein effektiver Unterschied ist, das muss ich jetzt sagen, weiß ich jetzt wirklich nicht. Das müsste man jetzt durch langwieriges Experimentieren, müsste man das jetzt einfach mal herausfinden. Ich denke mal aber hier für den Demonstrationscode ist das jetzt nicht so wichtig. Ihr habt im Grunde genommen gesehen, wie ich dieses Pfeil erzeuge, wie ich es positioniere. Genau. Und ich kann euch natürlich auch noch das Ganze ein bisschen größer machen. Ihr seht ja, hier ist ja dieser Skalbefehl. Der Skalbefehl, der bestimmt im Grunde genommen, wie groß der Richtungspfeil wird. Und ich kann hier natürlich auch eine 2 draus machen. Und dann wird der natürlich entsprechend größer. Genau, seht ihr, da ist er jetzt entsprechend größer. Und dann kommen wir halt zum Schluss, was das anbelangt. Ich will euch ja zeigen, dass er auf die Station zeigt. Seht ihr, je nachdem, wo ich mich jetzt hinbewege, ich fliege jetzt einfach mal. Fliege ich jetzt oder fliege ich nicht? Ich fliege jetzt ein bisschen rückwärts. Und der Pfeil zeigt uns immer an, in welche Richtung die Station ist. Das werde ich dazu nutzen, um schlussendlich nicht die komplette Orientierung im Weltraum zu verlieren, weil man ja später auch die Möglichkeit hat, einfach mal so endlos in die Walachei zu fliegen. Und auch solche experimentierfreudigen Spieler muss man halt einfach abholen. Und ein Programm muss dann halt da einfach auch drauf reagieren können. Und das mache ich dann halt mit dem Pfeil. Schlussendlich tut dieser Pfeil immer in die Station zeigen. Wir finden also immer wieder zurück. Genau. Somit haben wir dann im Grunde genommen hier den Pfeil eingebaut. Ich speichere das jetzt Ganze nochmal jetzt anders ab. Und zwar nennen wir das einfach die 22. Wo ist unsere Station? Wo ist die Station? Genau. Das ist dann der Fortschritt, den wir dann halt beim nächsten Mal, wo wir dann morgen halt weitermachen werden. Ich denke mal, für heute ist das erstmal soweit in Ordnung. Morgen werde ich dann auch wieder ein bisschen aufräumen. Das mache ich heute Abend nicht mehr.
Ja, dann schaue ich einfach mal, was denn morgen angesagt ist. Und da gucke ich einfach mal hier in meiner schönen Playerliste hier. Wo sind wir denn da? Wir sind bei 22. Was steht denn hier bei 23? Die 23 sagt, ich will Staub und bekomme Speed. Okay, das ist das Motto. Ich will Staub und bekomme Speed. Es wird sich wahrscheinlich darum handeln, dass ich die Staubpartikel einarbeite. Ein weiterer Aspekt des Spiels, weil man braucht, wenn man mit Vektoren arbeitet und mit so Physik spielt, muss man eigentlich auch wissen, wie man sich bewegt. Wie bewegt sich das Schiff gerade? Und jetzt macht auch dieses Staub, was man in diesen in diesen Weltraumspielen immer sieht, auch wirklich Sinn. Es zeigt einem, wohin sich das Schiff bewegt. Genau. Diese Vektoranzeigen dienen eigentlich nur mehr so dem Ausrichten des Schiffes, wenn man dann schon weiß, in welche grobe Richtung man fliegt, um dann das Schiff entsprechend ein bisschen auszurichten. Aber der Staub, der sagt einem intuitiv immer, in welche Richtung sich das Schiff bewegt. Und darum kümmern wir uns dann halt einfach morgen. Genau. Dann, ja, dann noch ein ganz kurzes Wort zu meinem aktuellen Bemühen, mein Programm weiter auseinander zu flechten. Da bin ich jetzt bei 1195. Ich habe den ganzen Tag damit zugebracht, meine Skriptgeschichte zu reparieren, weil da habe ich einen Knoten drin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber da zu viele Dinge ineinander verzahnen, muss ich da einen anderen Weg gehen. Aber ich brauche ein paar Tage geistige Luft, um mir da das Richtige einfallen zu lassen. In diesem Sinne, schön, dass ihr euch das Video anschaut. Das ist der Kanal Programmieren und mein Hobby. Ich bin Togo Bay und wir sehen uns morgen. Abonniert den Kanal, wenn ihr euch gefallen hat, was ihr seht. Lasst eine Glocke da, wenn ihr wissen wollt, ob ich morgen wirklich wieder online bin. Und liked es oder hasst es oder wie auch immer. Aber lasst einfach einen Kommentar, damit ich auch weiß, dass das hier nicht alles nur für mich persönlich ist. Denn ich bin bereits bei Part Nummer 65. Und ich möchte einfach, dass ihr miterlebt, wie das so ist, das mit dem Programmieren in Pure Basic. Und dass das alles eigentlich relativ einfach ist. Und dass ihr überhaupt gar keine Angst davor haben müsst. Macht einfach, macht euer Ding und werdet glücklich. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Lasst es gut gehen. Und man sieht sich.